So, hallo und herzlich willkommen heute zum Microsoft Flight Simulator. Und ich bin jetzt hier gerade bei meinem Bruder und fliege das erste Mal. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen hier runter gehen. Mikroqualität weiß ich jetzt nicht, wie die ist, weil ich auf dem Sitz sitze und Mikro ein bisschen weiter weg ist. Aber wir arbeiten dran. Hier unten ist ein Highway. Irgendwas. Schauen wir mal da entlang. Ihr könnt ja vielleicht raten, wo wir gerade sind. Das wird wahrscheinlich der ein oder andere erkennen, aber naja, vielleicht auch nicht. Ich bin auf jeden Fall mega beeindruckt von der Grafik und allem. Es ist so krass. Ich hätte es nicht gedacht, dass das so heftig ist. Und ja, wir fliegen jetzt mal über Rio. Unser Ziel ist, vorne ist schon der Flughafen. Unser Ziel ist oben auf jeden Fall die weltbekannte Statue. So, und wir wollen uns natürlich die Stadt mal ein bisschen anschauen. Könnt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, wo wir als nächstes langfliegen sollen oder was ihr sehen möchtet. Wir werden auf jeden Fall einige Ziele abfliegen. Richtig Bock drauf. Ich finde es so heftig, wie die Grafik halt aussieht. Es sieht halt aus teilweise wie echt. Und wenn dann noch die Map so richtig übernommen würde, ist es richtig, richtig krass. So, jetzt mal über die Stadt fliegen. Strandpromenade. Und oben dann mal die Statue anschauen. Und da fahren sogar Autos, das ist so krass. Die Straßen sehen etwas seltsam aus, aber kann ja nicht alles erwarten. Hier die schöne Bucht. Oder kriegt man direkt Bock auf Urlaub. Habt ihr euch auch Microsoft Flugsimulator, habt ihr euch geholt? Oder würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ich das Ganze geholt habe. Also ich hocke hier in dem Stuhl von meinem Bruder. Schön mit Joystick und Headset auf. Es ist richtig krass mit dem großen Bildschirm vor dem Gesicht. Hier können wir ja fast landen. Also wir werden auf jeden Fall noch einige andere Punkte anfliegen. Könnt ihr auf jeden Fall mal gerne eben in die Kommentare schreiben, was ihr noch sehen wollt. Ich musste gerade mal ein bisschen Gas geben. Sonst wäre ich hier vielleicht am Haus hängen geblieben. Hier rechts vielleicht über die Wohnanlagen fliegen. Es sieht halt schon heftig aus. Die Grafik ist unnormal. Ich habe auch extra so ein kleines Flugzeug gewählt, weil ich halt auch noch nicht so erfahren bin und weil ich halt eher so mal dann spontan irgendwo lang fliegen will. Ich hatte auch ein Auto. Ein bisschen Gas geben, nicht, dass wir gleich abkacken. Und fast die Häuser anschauen, das ist so krass. Ja, okay. Oh, okay, wir sind drüber. Wow, es sieht so krass aus. Also schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jetzt fliegen wir mal nach oben. Das ist krass, hier so die Favelas sind es, glaube ich, oder? Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Aber hier so schön in den Bergen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir mal Höhe gewinnen. Sonst schaffen wir es da nicht hoch. Ich gebe hier schon Vollstoff. Gleich bei der Statue. Es ist halt unnormal. Es sieht halt so realistisch aus.
Okay, wir sollten auf jeden Fall hier nochmal einmal über den nicht ganz so hohen Punkt drüber fliegen. Sonst stürzen wir ab. Hier die kleine Lücke. Und jetzt können wir langsam gemütlich nach oben fliegen. Guck mal, es sieht so krass aus, komplett die Stadt. Heftig, heftig, heftig. Okay, wir müssen, glaube ich... Kommen wir hoch? Nee. Fliegen noch eine kleine Runde. Einen kleinen Kreisel zum Hochkommen. Können wir nochmal die Stadt sehen. Aber es ist echt beeindruckend. Gebt natürlich gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt, und abonniert auch den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen Höhe zu gewinnen, was tatsächlich mit der kleinen Maschine gar nicht so einfach ist. Fliegen wir noch einen kleinen Kreisel, um dann zu dem Monument zu kommen. Sieht halt schon gigantisch aus. Das war eine leichte Kurve. Das heißt eine leichte Kurve. So. Christo Redentor. So. Es sieht halt mega beeindruckend aus. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt Geräte dazu haben wollt oder eher vielleicht ein bisschen Musik oder wie auch immer. Ist die Aussichtsplattform ein Must-Go, wenn man, glaube ich, in Rio ist. Das ist brutal. Ist da, haben wir da ein Tennisplatz oder was? Jetzt würde ich sagen, drehen wir noch eine Runde, dann fliegen wir noch mal kurz über die Stadt und dann würde ich sagen, bin ich gespannt auf eure Vorschläge, was ihr noch sehen wollt. Okay. Das sieht halt übertrieben mächtig aus. Diese Statue einfach hier oben. So, dann fliegen wir noch einmal über die Stadt. Es ist so fotorealistisch, es ist unglaublich. Auch wie das Wasser aussieht, unglaublich.
Oh, okay. Das war eine knappe Geschichte. Also es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, gebt natürlich gerne einen Daumen hoch. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao. Close to the edge of something so worth it.